Hey na, hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy XI. Wir sind bei der Adole-Mission Balamor, The Deathborn Xol. Und ja, in den letzten Parts hatte er sich irgendwie, oder im letzten Part hatte er sich irgendwie eingemischt und hat einfach einen Schutzzauber umgekehrt, sodass da jetzt er Monster anlockend wirkt. Und ja, wir wurden dann letztendlich kurz mal weggeschickt und dürfen jetzt wieder hin. In der Zwischenzeit habe ich jetzt den Dancer auf 90 hochgelevelt, weil wir einen Ingame-Tag warten mussten. Und hoffe, ihr seid da auch noch mit dabei. Weil beim nächsten Ingame-Wait werden wir ihn auf 99 hochziehen und danach als Dancer weiterspielen. Entsprechend vernachlässigt das bitte nicht. So, weiter geht es auf jeden Fall bei Plotrish Bark. Sind ja es nicht diejenige, die kontrolliert wurde? Okay. Oh, Ignas ist unterwegs hier. Windflare, give Heirloom Necklace. Give back the necklace. Ich habe ja gesagt, wir sollten uns das Necklace aufheben. Yes, myself, please. Ich habe ja gesagt, das heben wir uns bitte auf. Und sie finden den alle so süß. Sie ist nett wie eh und je. Okay, wir sollen Asiela irgendwas geben, was sie mag. Okay. So, auf jeden Fall holen wir erstmal jetzt unser Necklace hier. Aus dem Dingens. Ignas' Resolve hatten wir da genommen. Jetzt gehen wir zurück. Das traden wir der Plotrish Bark. Und ohne das kommen wir nicht weiter. Okay, mehr sollen wir hier auch nicht tun. Aber in die Library sollen wir schauen. Gut. Von mir aus. Scouts Coalition ist am nächsten. Okidoki. Ich hoffe, wir sind bei der richtigen Mission jetzt. Just the thing. Yes, nice. Da hat das alles geklappt. Das war irritierend, dass da keine größere Cutscene war, als wir das zurückgegeben haben. Aber okay. So, hier mit der Rezeptionistin Andreen. Sollen wir mal sprechen? Okay, wir besorgen ein Buch für Asiela. Suffering, was? Sacheripheros? Okay, whatever that is. Verstehe. Wir besorgen ihr etwas, was sie mag. Ein Buch. Okay. Dann bringen wir das jetzt mal zu Plotrish Bark. Nein, halt! Stopp! Ich will mich teleportieren. Nein! So, okay.
komme mit einem Buch für Astiella. Oh, sie ist ganz niedergeschlagen. Aber es sieht unbequem aus, wie sie da liegt. Was hier, da? Ach, sie fühlt sich für alles verantwortlich. Ah. Jetzt sorgt sie sich schon um uns. Wow, sie wünscht sich, dass sie damals im Dschungel gestorben wäre. Ja. Sag das nie wieder. Wir haben sie geohrfeigt. Ja, lass Bala mal suchen gehen. Wir heben den Fluch auf. Nichts zu tun wird noch weniger helfen. Natürlich. Natürlich sind wir dabei. Ja, das Buch. Von all den Sachen haben wir uns das ausgesucht. Oh. Astiella einfach Beste hier. Von all den Characters, die uns helfen, ist sie definitiv meine Number One. Okay. Er weiß, wo Balamor ist. Oder hat sie schon wieder verausgabt? Ich finde das immer so herrlich, wie er da auf dem Boden klatscht oder ähnliches. Nur der kleinsten Kleinigkeit. Ich kann verstehen, dass er sehr schwach ist in dieser Form, aber. Ach, herrlich. Okay, das ist scheinbar ein permanentes Key-Item, was wir gerade bekommen haben. Okay, okay. Das heißt, wir schauen mal in die Radar Waterways, und zwar aus Eastern Adolan.
Ja, von da aus können wir auch hin. Wir suchen den Royal Spelucha. Und der ist bei der Koordinate N10. Also mal gucken. Und da müssen wir ein paar Gegner besiegen. Das heißt, wir können schon mal die Trust rausholen. Semi. Semi ist immer gut. Nehmen wir mal wieder Eier, mehr. Die haben wir lange nicht gehabt. Natürlich Asiala 2. Übrigens, bei den Mandragoras zum Leveln fand ich sie eher störend, weil sie die mal paralysiert hat. Und wenn die Mandragoras die Gruppe eingeschläfert haben, haben sie dann den Tank nicht geweckt, der dann die Gruppe aufgeweckt hätte. Einfach weil sie ständig paralysiert waren. Und das war dann nicht so optimal. Okay, wo müssen wir hin? N10. Das ist da ganz unten. Oh, es gibt noch einen anderen Eingang von East Adolin. Da weiß ich aber nicht, wo der ist, wenn ich ehrlich bin. Ah ja. Laufen wir da mal hin. Der andere Ein- oder Ausgang da ist bestimmt irgendwie zum abgeschotteten Extra-Areal. Ich bin mir nicht sicher, ob wir nach Süden einfach da direkt durch können. Weil da ist ja dieser schwarze Balken auf der Karte. Vielleicht müssen wir durch den Westen laufen. Ich schau mal. Ah ja, das ist das Problem. Gut. Damit habe ich nicht gerechnet. Es lief einfach über Kreuz. Also tatsächlich übereinander. Gut, dann laufen wir jetzt diesen ganzen Weg. N10 war das, ne? Ich glaube, wir müssen wirklich ganz in den Südosten. Mal beziehungsweise tanze mal neu. Ja, immer nach Süden weiter. Ich dachte schon, das hier wäre irgendwie, weiß nicht, eine hochgezogene Brücke oder so. Nö, es ist eine Säule. Wir können einfach drum herum gehen. Gut, schauen wir mal. Sind wir nämlich hier ganz unten?
Royce Belucha. Perfekt. Ah, okay. Er hat uns den Schlüssel sozusagen gegeben. Das ist bestimmt das Grab von dem König. So. Ja, er findet, dass es endlich interessant wird und er mag uns. Ja. Okay, er will eine Schau haben. Wobei, okay. Er erklärt, was wir machen sollen. Nämlich, wir suchen eine so eine Puppe. Die kriegen wir von Monstern. Die hat ein Monster geheftet. Und also, das heißt, wir müssen Monster besiegen und kriegen dann ein Key-Item random, wenn wir ein richtiges besiegt haben. Und danach sollen wir zu diesem. Zu diesem Conveyor. Hin und ja, also quasi das Key-Item, was wir jetzt hier farmen werden, das wird unser Entry-Key-Item sein. Also wir werden dagegen Balamor kämpfen, das ist offensichtlich. Er will eine Show haben, das heißt, ne, das ist ein Kampf gegen ihn. Und ja, wir brauchen halt so eine Puppe. Sonst tritt er nicht gegen uns an. Was auch heißt, jedes Mal, wenn wir verlieren, brauchen wir eine neue Puppe. Und die Puppen, wie gesagt, findet man hier an random Mobs. Naja, nicht so ganz random. An Fledermäusen, New Moon Bats und Duskbringer Bats können die droppen. Und an Spiders, also Spinnen. Skittering Spiders heißen die. Und außerdem an Fröschen. Spout-Drenched Toads. Das heißt, wir besiegen jetzt Gegner, bis er was droppt. Sobald wir mal einen richtigen Gegner finden. Da sind Spiders. Ich glaube, die linken. Das halte ich für sehr riskant. Gerne zu pullen. Die da vorne können wir besiegen. Probieren wir es mal. Vielleicht brauchen wir nur eine.
Es gab kein Key-Item, also brauchen wir mehr. Okay, die sind easy. Dann kann ich vielleicht auch doch zwei auf einmal pullen. Erstmal Evasion Scraps. Es würde ja im Chat aufploppen, wenn wir das bekommen. Bin immer noch auf dem oder schon wieder mal auf der Zahl. Ne, da gab es das nicht. Das sind New Moon Beds, die gehen auch. Nein, kein Eintrag. Diese Bets gehen auch alle. Machen wir die einfach mal. Da ist es. Consummate Simulacrum. Und damit gehen wir jetzt zu Balamor. Hauptsache Merit Points, ne? Naja. Gut, dann Spectral jiggen wir mal durch die Gegend. Wo sind wir jetzt? Da oben. Ich bin versucht einfach direkt hinzulaufen. Der ist ja ganz im Westen da. Das haben wir schon einmal gemacht und das war jetzt nicht so übel. Ich denke, das können wir nochmal machen. Lift of Spirits haben wir als Titel bekommen. Na. No. Wenn ich Invis wegmache, dann kann ich doch einfach Flee nutzen, oder? Generell hätte ich das einfach benutzen können. Das hätte für mich Invis weggemacht. Aber der Punkt ist, hier aggrot ja nichts auf Sicht. Das heißt, ich kann ja einfach durchrennen. Solange ich Sneak drin habe. Dann sind wir schon fast da. Fast. Das Battlefield, was jetzt kommt, ist tatsächlich ein eher schwierigeres. Das war das erste, wo ich dann bemerkt habe, dass man definitiv Item Level 119 Ausrüstung braucht. Sonst sieht es da eng aus. Wie gesagt, wenn man verliert, muss man ein neues Item farmen.
Okay, so, da wären wir. Jetzt klicken wir diesen Conveyor an. Und können da unser Battlefield wählen. The Charlatan. Der Charlatan. So, und ich habe mir hier ganz genau aufgeschrieben, welche Trust man nehmen muss und wie man vorzugehen hat. Und zwar bevor wir uns bewegen. Valeneral. Das wird jetzt was. Kupipi. Dann euren Unity-Heiler, Apududu oder Joran Oran. Wenn er die nicht hat, würde ich sagen Shirokiki. Asiela 2. Und dann Semilafina. So, und jetzt haben wir hier einen Haufen Dunahans und Balamor. Und wir werden jetzt so vorgehen, dass wir die Waffe ziehen, während wir einen so einen Dullahan anvisiert haben. Sobald wir die Waffe ziehen, rennt Asiela auf den drauf und dann stecken wir unsere Waffe wieder weg und greifen aber Balamor dahinter an. So, jetzt rennt sie nach vorne, jetzt stecken wir unsere Waffe wieder weg und wir greifen jetzt Balamor an. Ihr seht schon, der haut ein bisschen mehr Schaden raus als die Gegner sonst so. Hat vielleicht ein bisschen mehr HP. Deswegen haben wir zwei Heiler dabei. Das ist ein Knockback, ne? Ja, okay. Gut. Wo sind meine TP hin? Oh nein! Da habe ich nicht drauf geachtet. Ja, ouch! Jo, das ist definitiv der erste schwierige Kampf. Na, Pududu. Macht Convert. Geschafft.
Das sah zeitweise knapp aus. Das war spannend. Er hat eine neue Idee. Wer ist der Master von Balamor? Hades? Theodor oder Asiela? Ich sag mal Hades. Eine Runde Applaus dafür, dass wir das Offensichtliche wussten. Sehr schön. Und jetzt was komplett anderes. Was passiert jetzt? Was hat er getan? Etwas zurückgebracht, wo es hingehört? Jetzt können wir nur noch abwarten und zuschauen, was passiert. Um den Fluch zu heben, aufzuheben, müssen wir nur Hades vom Thron stoßen. Und er wartet im Rakasna Terrace. Aber er glaubt nicht, dass wir das schaffen. Er will es nur sehen, wie wir es versuchen. Wir müssen Melvian, oder besser gesagt Hades, ja, aufhalten. Mit Teamwork schaffen wir das. Oh je. Gut, wo sind wir jetzt? Wirklich. Ich bin mal neugierig, wo wir da in Isan Hadolin rauskommen. Hauptsache, wir haben dieses Bio noch drauf. Naja, solange uns das jetzt nicht tötet. Bin ich mal gespannt. Was ist das hier? Dadurch? Komisches Design ist da eingraviert. Ha, okay. Nö, dann benutze ich jetzt einen Warpring. Ist mir viel zu weit jetzt. Gut, kommen wir da nicht durch. So, es geht einmal zurück nach Plo oder zu Plo, Trishbark. Das heißt, wir benutzen den Homepoint einmal, um darüber zu kommen.
Und jetzt den Waypoint, um da hochzukommen. Und wir können uns jetzt einen aufgewerteten Heirloom aussuchen. Das ist derselbe nochmal, nur mit ein bisschen was anderem noch drauf. Aber letztendlich ist es halt trotzdem nur für Reeves gedacht. Aber gut. Sucht euch was aus, wir brauchen es jetzt nicht wirklich. So, und da haben wir unseren Antagonisten. Hades. Und ja, diese Identität hätte uns übrigens Rhapsodies of Vanity gespoilert. Es hätte uns nämlich einfach nur mal Hades gezeigt. Wir haben Chapter 4 fertig von Seekers of Adolin. Das heißt, nehmt ruhig direkt mal das letzte Chapter noch an. Und ja, Ignis Resolve könnt ihr euch irgendwo hinpacken. Zum Beispiel in die Wardrobe 2. Und wir haben ein Game Day zu warten. Aber, wie gesagt, der letzte vor dem Finale, da kommt jetzt ein Haufen Story danach. Und im Anschluss haben wir dann noch einmal ein Game Day Wait, aber danach kommt dann noch eine allerletzte Cutscene, auf die wir dann quasi warten müssen. Das heißt, bei dem nächsten Game Day Wait können wir dann schon mal mit Rhapsodies of Vanity weitermachen. Aber jetzt brauchen wir erstmal den Dance of 99, weil wir mit dem dann jetzt diese letzten Kämpfe machen werden, beziehungsweise alles, was jetzt noch kommt. Das ist jetzt noch eine ganze Menge, das ist ein ganzes Kapitel. Aber da kommen wir halt ohne Stopp durch, sag ich mal. Das geht wunderbar. Entsprechend würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Moment, ich gehe jetzt nochmal in meinen Rental Room, damit ich den Job wechseln kann. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann als Dancer auf 99, ausgerüstet mit denselben Sachen, die wir jetzt gerade als Thief tragen, schätze ich mal. Und ja, wir spielen dann als Dancer Thief, also Subjob Thief, weiter. Das ist der Plan. Gut, dann danke vielmals fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen und oder weitergeholfen hat, dann lasst doch ein Like und ein Abo da. Es kostet euch nichts und bringt mir sehr viel. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr Bock habt. Bis dahin. Bye, bye.